Felix Reuter ist Pianist, Entertainer und Musikkomödiant. Ich habe ihn dort getroffen, wo er mit seiner Grundausbildung für dieses nicht ganz klassische Berufsbild vor vielen Jahren begonnen hat. Ich habe hier in Weimar an der Musikhochschule Franz Liszt studiert, noch zu DDR-Zeiten quasi angefangen. Und dann hat man das eingeprügelt bekommen, diese Klassik, wie man sie spielt und wenn ein Ton anders ist, wo ich immer der Meinung war, das ist doch nicht so schlimm, der ist doch da, aber ich spiele den mit der anderen Hand oder ich habe das ein bisschen umgeändert, da führte kein Weg rein an einer Hochschule, weil man das natürlich den Studenten nicht durchgehen lassen darf. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, das sind doch aber alte Vorschläge. Zum Beispiel, wie heißt das Lied, Alle meine Entchen, das ist mit einem Ton anders, ist das die Melodie der Moldau. Das will ich jetzt hören. Geht Ach so, das geht. Und wenn man also Smetanas Moldau nimmt, dann ist das die gleiche Melodie. Schönes Beispiel, wie er sowohl kenntnisreiches als auch ahnungsloses Publikum in seinen Soloprogrammen begeistert, wenn er denn darf. Felix Reuter erinnert sich an den Anfang vom vorläufigen Ende noch ziemlich genau. Ich war am 13. oder 14. März im Schlossparktheater in Berlin beim Dieter Hallervorden und da habe ich 18 Uhr ein Konzert gespielt und dann kam in der Pause jemand und sagte, es greift der Seuchenschutz. Und da wusste ich gar nicht, ich kannte das Wort nicht und dachte, was machen wir denn nur? Und habe dann also versucht, den Abend so schnell wie möglich, auch sehr emotional zum Ende zu bringen und sagte, dann gehe ich eben noch was essen gegenüber und so. Und da haben die mir nur im Theater gesagt, wo wollen Sie noch was essen? Und dann habe ich gesagt, na, dann gehe ich gleich ins Hotel. Welches Hotel? Alles zu. Und das war so der Beginn, wo man über sich nachdenkt, was mache ich denn? Das wird so schnell nicht wieder. Und dann habe ich angefangen zu üben, natürlich jeden Tag, weil das meine Leidenschaft ist und das tut mir gut. Das tut wirklich gut, auch mal, wenn man die positiven Seiten sieht. Hat mit dem Geldbeutel nichts zu tun, aber für die Seele ist das fantastisch. Und auch für den Geldbeutel öffnete sich dann kurzzeitig noch einmal ein Konzert- und Verdienstfenster. Dank strenger Abstandsregeln sogar in Sälen, von denen der Entertainer bislang nur zu träumen wagte. Ich hatte das Privileg, im September, Oktober ein paar Konzerte noch zu spielen, 200, 300, 400 Leute, Theater. Und dann hat man gesagt, wir nehmen einen großen Saal, 2000-Mann-Saal. Und da habe ich gespielt und da waren dann eben die Gäste drinnen, die die Eintrittskarten gekauft haben. Ich wäre nie in so einen großen Saal reingekommen, normalerweise. Das ist ja gigantisch, in solchen Häusern spiele ich noch nicht, weil ich die noch nicht fülle, das möchte ich natürlich gerne. Aber das war für mich natürlich auch ein Erlebnis, auf riesengroßen Bühnen zu stehen. Natürlich waren da wenig Leute da. Mehr hatten ja die Karten für den kleineren Saal nicht gekauft. Und so hat man schon auch tolle Erlebnisse da drumherum. Und jetzt muss man nur wieder sehen, wie das nun im kommenden Jahr wird. Das weiß niemand. Und dann müssen wir erfinderisch sein. Und dann müssen wir auch nicht in Konkurrenz jeder für sich sein eigenes machen, sondern wir müssen uns gut absprechen, wo kann was stattfinden und wo kann man andere Künstler vielleicht mit hinnehmen oder empfehlen. Das hoffe ich, dass wir das nicht vergessen, dass jeder, dem es nicht gut geht gerade, der ist echt nicht allein damit. Und deshalb ist er auch dankbar für eine Thüringer Initiative, die ihm und darstellenden Künstlern auch anderer Sparten eine Möglichkeit zu kleinen Auftritten im privaten Rahmen bietet. Statt Silvesterkonzert mit der Staatskapelle in der Weimarhalle nun also musikalischer Lieferdienst. Es gibt jetzt die Möglichkeit von Wohnzimmerkonzerten. Es gibt also Gutscheine zu kaufen, sowohl in der Landeshauptstadt Erfurt als auch in Weimar, wo man Gutscheine kaufen kann, um im kleinen Rahmen Künstler auftreten zu lassen. Und das Modell finde ich grandios. Auch wenn es unter den gegenwärtigen harten Lockdown-Bedingungen nicht greift. Aber da wiederum greift der Musikkomödiant ganz zweckoptimistisch in den guten alten Sprüchebeutel. Aufgeschoben ist schließlich nicht aufgehoben. Da kann man keine Prognose stellen. Wir sind alle in Lauerstellung. Ich glaube, wir sind alle gut aufgestellt und warten. Und die Erfahrung zeigt, dass das Publikum auch wartet. Und im Warteraum auf bessere Zeiten spielt Felix Reuter derzeit sein dem Lockdown zum Opfer gefallenes Beethoven-Programm auf CD ein. Die soll dann im Frühjahr erscheinen und eine echte Hit-Compilation werden, verrät der Meister, dem es sofort in den Fingern juckt. Es gibt von, das könnte ich vielleicht ganz kurz anspielen, von der Elise, das ist ja die,
und ich habe dort so eine Art Ragtime draus gemacht. Ich spiele mal ein paar Töne einfach noch.